Herzlich willkommen bei FemTV. Mein Name ist René, wir sind trendig, stylisch und modern. Und heute zu Gast Heinrich Wicke alias Richie. Es wird spannend, extrem, aber es wird sehr lustig. Viel Spaß, bis gleich. Ciao, ciao. Herzlich willkommen bei FemTV. Heute zu Gast, und da freue ich mich sehr darüber, Heinrich Wicke. Herzlich willkommen, Heinrich. Dankeschön. Alle, man kennt ihn natürlich auch, viele, die ihn schon ein bisschen näher kennen, man nennt ihn auch Richie. Und seine Biografie, den ich gesehen habe, sehr beeindruckend. Und ich habe mich dadurch entschieden, einen Dreiteiler draus zu machen. Heinrich persönlich, seine Hobbys und seine Ambitionen zu Mobbing. Das gibt ein separates Teil, weil da kann man ziemlich ausholen und auch ziemlich lange darüber diskutieren, aber unsere Zeit ist begrenzt. Deswegen, herzlich willkommen, Richie. Ich würde mich sehr begrüßen, wenn du ein bisschen von dir erzählst, dass die Leute einen Eindruck davon bekommen, wer du eigentlich privat bist, was du machst, was deine Leidenschaften sind. Danke, René. Also meine Herkunft ist einmal ganz interessant. Ich bin das Kind von zwei Menschen, die die Kriegszeit miterlebt haben und auch dort ihre Jugend verkracht haben. Das heißt, wirklich beim Wiederaufbau von dem schönen Land aktiv waren. Dadurch bin ich eines von sieben Kindern, das mit wahnsinnig viel Liebe und Sparsamkeit aufgewachsen und erzogen worden ist. Und ja, hat uns ganz gut getan. Wir haben immer soziale Wärme erlebt und Empathiefähigkeit erlebt. Wir sind viel draußen gewesen auf der Straße. Das heißt, wir haben präsent sein können. Wir haben uns nicht zu Hause, es hat kein Fernseher gegeben, es hat kein Telefon gegeben, es hat nichts haben wir gehabt im Prinzip, außer uns, unsere Ideen, unsere Fantasien und unsere Eltern. Und das also war nicht so wie wir, dass jetzt die Jugend Smartphone, Tablets, das kenne ich auch nicht. Du kennst wahrscheinlich auch noch das Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ich kenne das Schwarz-Weiß-Fernsehen, ich kenne das Vierteltelefon. Das ist ein Telefonanschluss gewesen, ein Festnetz mit Kabel, Drehscheibe. Mit einer Drehscheibe zum Wählen, da hat man die Nummern drehen müssen. Welche Farbe hast du gehabt, grün oder orange? Am Anfang haben wir weiß gehabt und später haben wir blaues gehabt. Vom Rot, blau, falsche Farbe. Vom roten Telefon habe ich Abstand genommen, aber nicht wegen der roten Farbe, sondern das läutet ja immer dann, wenn es brennt. Das hat man nicht, hätte man damals nicht. Und heute habe ich ja praktisch ein rotes Telefon, obwohl es schwarz ist. Mhm. Kein Problem, man kann mich schwarz anrufen. Die Rechnung wird rot. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Also, wir haben auf jeden Fall eine tolle Jugend gehabt, eine tolle Kindheit gehabt. Wir haben kein Auto gehabt, sieben Kinder, wir haben keine elektrische Waschmaschine gehabt, wir haben keinen elektrischen Herd gehabt, wir haben einmal in der Woche einen Badetag gehabt. Da sind die Kinder gebadet worden hintereinander und am Schluss dann im Wasser, das von den Kindern erwärmt war, hat dann die Mama gebadet. Ja, das war unsere Jugend. Was ich gesehen in deiner Jugend, was ich eigentlich mega cool finde, ich war ja früher auch so, du hast einen, in Deutschland und in Österreich sagt man Moped, in Holland sagt man einen Brummer. Mhm. Was hast du da gehabt? Weil du hast ein schönes Foto, wo du ganz relaxed da drauf sitzt. War das ein Zündapp oder ein Pride? Das war ein Zündapp, das war eine Orange, eine Zündapp. Da bin ich da und nicht weit weg, unnah von da entfernt auf der Bundesstraße 10 seinerzeit mit einem Zündapp mit 115 km abgefahren, ohne dass es aufgemacht worden ist, das Motorrad. Mhm. Das Moped ist ganz einfach wirklich original gewesen. Da war nur beim Vergaser und beim Auspuff eine Beilagscheibe drinnen zum Drosseln. Die haben wir rausgenommen und das Ding ist 115 gegangen. Ach so, hast du das auch gemacht? Das kenne ich auch. Unglaublich. Nur die zwei Beilagscheiben rausgenommen. Traumhaft. Heute kann ich drüber reden. Es sind 45 Jahre her. Ich werde nicht mehr bestraft. Also ich fand das früher auch. Ich freue mich heute über die Jugend. Ich meine, so ein Moped mit 50 Kubik, man sehe, das mit 80 fährt, das nach zwei Tagen Benzin stinkt. Es ist Erinnerung pur. Bei mir kam es ja früher auch die Erinnerung, wenn ich dann immer das, Moment, der ist doch gefräst, oder? Der fährt garantiert schnell. Und dann habe ich immer die Jungs gefragt, sag mal, was hast du gemacht? Das ist kein Originalton. Na, den haben wir ausgebohrt, ausgefräht, der muss gar. War das bei dir auch so? Bei mir, ja, die meisten waren aufgemacht. Bei mir habe ich nichts machen müssen.
Das wäre noch wilder gewesen sonst. Wir haben nichts machen müssen. Ja, ich finde es, was ich auch von dir, ich muss kurz ehrlich sagen, also du hast eine sehr ausgiebige Biografie, was mir unheimlich fasziniert. Also ich könnte mit ihm stundenlang reden, weil er hat viele Dinge, die mir auch sehr begeistern. Ich habe gesehen, du hast 2012 hast du geheiratet, ist das richtig? 2017 habe ich geheiratet, zum dritten Mal. Das hast du gesagt. Ach, nein, 2017. 2007. 2007. Ah, das klingt jetzt komisch. Leute, das können wir rausschneiden. Ist deine Frau, ist die Österreicher? Meine Frau ist ursprünglich Ungarin. Mhm. Da haben wir es aber ziemlich gleich. Also ich bin ursprünglich, also meine Vorfahren stammen auch von dieser Region, von Ungarn bis Polen. Also ich bin ein sehr gestreuter Österreicher aus der Monarchiezeit. Und mit meiner Frau durch die Verbindung Österreich-Ungarn haben wir natürlich wieder die Monarchie hochheben lassen. Zumindest was unseren Haushalt betrifft. Ja. Und na, wie es so in einem Kaiserhaus ist, die Frau bestimmt. Ist das so? Der Mann genießt, dass die Frau bestimmt. Das hast du ja schön betont. Ja, ich persönlich finde es immer grundsätzlich schön, wenn die Frau mitredet und manchmal auch die Frau der Takt ankippt, weil ich sage, wir begeben uns auf Augenhöhe. Also bei mir ist nicht die Frau der Putzlappen, sondern die Frau soll genau mitbestimmen. Ich finde es eigentlich ein grundsätzlich, dass man auch sich gegenseitig in der Haushalt hilft. Halbes Leid ist geteiltes Leid, sage ich immer. Du bist ja auch aus dieser Generation, selbst ist der Mann und selbst auch aktiv werden. Wenn du aber jetzt guckst auf die heutige Zeit und du hast ja, da kommen wir später drauf, du hast jetzt sehr viel mit der Jugend von heutzutage zu tun. Was ist der Unterschied in der Zeit, wo du aufgewachsen bist und vergleichst du mit der Jugend von heute? Also in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, hat das Patriarchat gegolten auf jeden Fall. Also da hat der Mann das Sagen, ja, deine Frau hat, war untergeordnet, nein, ist ein Ja und so weiter. Und ich kriege einen dicken Hals, wenn ich heute Männer in meinem Alter oder älter höre, die sagen, wir sind alle ganz lieb und nett zu den Frauen. Wir sagen, nein, wir haben wirklich die Frauen diskriminiert und abwertend behandelt, nur wir haben es für normal gehalten. Es ist traurig, aber es war so. Und es ist einfach die Wahrheit darüber. Und es ist eine schlechte Zeit gewesen, eine unkorrekte Zeit gewesen. Und ich finde es einfach so schäbig, wenn man heute darüber redet, als wären wir immer die Braven gewesen. Wir müssen umdenken gerne. Wie du vorhin gesagt hast, die Gleichberechtigung muss in der Familie gelebt werden. Die Gleichheit, das Gleichsein dürfen, gleiche Rechte zu haben, muss gelebt werden. Es nutzt nichts, wenn wir den Weltfrauentag machen und die Frauen noch immer in vielen Führungspositionen keinen Job kriegen und die Männer noch immer die Kinder nicht besuchen dürfen und so weiter. Es gibt so viel Ungleichheit und Unfairness untereinander nach wie vor. Also das ist dieser riesengroße Unterschied zu früher. Früher waren die Männer waren die Patriarchen, wo die Männer das Sagen hatten. Heute reden wir von Gleichberechtigung, wir leben sie aber nicht wirklich. Da ist viel zu tun. Auf der anderen Seite, was meine Jugend und die Jugend von heute betrifft, wie wir vorher besprochen haben, wir haben uns wirklich mit uns und mit unseren Themen beschäftigt. Wir sind zu Freunden hingegangen und haben uns besuchen können. Wenn ich nicht hingegangen bin, habe ich nicht gewusst, was zu Hause ist. Das ist war nicht, dass man zum Telefon greift und Handy und ja, du kann ich vorbeikommen. Nein, ich bin gar nicht zu Hause, ich bin jetzt irgendwo auf Urlaub oder. Das hat es nicht gegeben. Ja. Mein hat an die Tür geklopft und er hat aufgemacht und hat gesagt, ich bin nicht da und der Tür hat zugemacht. Nein, das hat es gegeben. Definitiv. Aufgemacht, wir sind miteinander fortgegangen oder wir sind bei einem sitzen geblieben oder wir sind zu mir gegangen oder wir sind bei uns sitzen geblieben. Wir haben unseren Spaß gehabt. Es hat kein Verleugnen von Freundschaften gegeben, es hat viel mehr Freundschaften gegeben, richtig. Viel intensivere Freundschaften. Wir haben nebenbei auf kein Handy schauen müssen oder was es denn gegeben hat. Gott sei Dank hat es damals nicht gegeben. Es gibt so viele Vorteile, wenn man diese sozialen Medien nicht hat. Richtig. Aber nachdem wir sie heute haben, müssen auch wir Alten lernen, damit zu leben und die Kommunikation umstellen. Das ist wie eine Sprache lernen, wenn es in einer Region eine neue Sprache gibt und du lernst es nicht, dann gehörst du einfach nicht mehr dazu. Richie. 2006 war für dich ein besonderes Jahr. Ich habe was gesehen, wo ich fast schier aus der Latschen gefallen bin. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also Chapeau. Also du hast da was gemacht,
was nicht jeder Mensch macht. Du bist ein gläubiger Mensch. Du bist ein Mensch, der zu Fuß vieles bewegt hat. Aber du bist sogar zu Fuß nach Rom. 2000. 2006. 2000. Gut. Er ist zu Fuß nach Rom. Und er hat unterwegs sehr vieles mitgemacht, gleich schon beim Anfang. Und dann habe ich gedacht, Alter, du bist ganz dicht. Entschuldigung, das muss ich mal so sagen. Gleich schon bei der ersten Kilometer Blasen auf der Füße und ein Zerrung. Was macht diesen Menschen? Ist egal, man macht weiter. Ich würde ganz gerne die Kurzfassung haben, weil man könnte ja über jeden Tag reden. Es ist sehr lange, aber du könntest gerne mal eins, die Beweggründung, warum du gebetet bist nach oben. Kurzfassung und warum, was du damit erreicht hast und was das für dich bedeutet hat, dass du den Ziel erreicht hast. Also, ganz, ganz kurze Kurzfassung. Ja. Mein Vater ist 1950 von Wien nach Rom gebiegert. Wie viele Kilometer sind das? 1270 waren es bei mir, bei meinem Vater waren es, glaube ich, ein bisschen mehr. Hast du gehört? 1270 Kilometer zu Fuß. Ja. Man macht ungefähr pro Tag, wenn man gut zu Fuß ist, 25 bis 30 Kilometer pro Tag. Und wenn man nicht gut zu Fuß ist, gut, und wenn einem alle abraten, du schaffst das nicht, das ist eine Idiotie, das kann man nicht, dann geht man 50 am Tag. Okay. Ja, klingt gut. Schon ein bisschen crazy, oder? Aber er ist crazy, aber verrückt crazy. Der Unglaube der anderen motiviert unheimlich. Aber du hast schon unterwegs, wie ich dein Tagesbuch gesehen habe, die du gemacht hast, hast du auch sehr viele Rückschläge erlitten gehabt von Leuten, die es nicht verstanden haben oder sogar ein, wenn ich das richtig gelesen habe, aus einem Pfarrerheim, der gesagt hat, wer kein Geld hat, soll kein Begetour machen. Ja, ja, wie ja. Kann man sowas behaupten? Also das hat mich total schockiert, ich kann ja ohne weiteres sagen, es steht ja auch in meiner Geschichte drinnen. Es war der Pfarrer von Arnoldstein, da wäre an die Tür geklopft und ich habe nur einmal gesagt, dass ich Pilger bin. Und hat der gleich gesagt, er macht mir nicht auf, wenn ich kein Geld habe, brauche ich nicht kommen. Und da war ich eigentlich schockiert. Ich weiß nicht. Für mich war das einfach nicht mehr Kirche. Vor allem, ich habe bis Arnoldstein jede Kirche, jede Pfarre, jedes Kloster, das ich besucht habe, überall, wo ich angeklopft habe und meinen Stempel geholt habe für meine Pilgerreise, nur weil das war bei Arnoldstein der Grund. Bin ich willkommen gewesen und eingeladen gewesen. Und dann aber der Fahrer hatte auch was anderes. Er hatte viele andere Liebschaften, anstatt dass er sich um das gekümmert hat, wie man... Also in Arnoldstein ist auf der Straße und überall herum erzählt worden, also er hat auch eine Köchin und er lässt niemand rein und es darf niemand das Haus und das Pfarrhaus betreten. Ja. Und es traut sich aber niemand was sagen, weil die Kinder natürlich Angst haben wegen ihrer Erstkommunion, weil die müssen ja ihre Dinge absolvieren, damit sie die kirchlichen Segen bekommen. Und wie war es dann, wo du dann in Rom angekommen bist? Wie war das Gefühl? Das Gefühl war ganz interessant, weil ich die Erwartungen in Rom ganz anders waren. Beim Reinkommen habe ich gedacht, wenn ich jetzt reinkomme, dann sehe ich da die wunderschönen Bäume und die alten Häuser. Und das war wie wenn ich in Wien am Stadtrand stehe. Und für mich war das schon ein bisschen schockierend. Und dann gehe ich auf ein Café in ein Lokal vorher, das erste Café, und hole mir nur ein Getränk. Und da sagt mir der Gastwirt, der Papa ist tot. Okay. Und dann jetzt komme ich da runter und dann ist der Papst gestorben, da war der Johannes Paul der 23. Und ich war irgendwie total am Boden. Es war Gott sei Dank nicht so. Ich bin dann weiter zum Vatikan. Mhm. Im Vatikan wollte ich einen deutschsprachigen Kardinal besuchen, wo mir der Name nicht mehr eingefallen ist, der wurde mir empfohlen von einem Freund und bin statt zu dem Kardinal, zu dem ich kommen sollte, zufällig zum Kardinal Ratzinger gekommen, der später Papst wurde und war dort aber enttäuscht, weil der wieder gemeint hat, ich hätte mit dem Bus fahren sollen, dann würde ich auch 10 Audienz kriegen. Das war total. Das war schon ein Wahnsinn. Die Gefühle haben mich total gefesselt. Auf der einen Seite war ich wahnsinnig glücklich, erfreut, dass ich das geschafft habe, dass ich mein Ziel erreicht habe. Und auf der anderen Seite so schwer enttäuscht, weil meine Erwartungen nicht erfüllt waren.
da habe ich eigentlich wahnsinnig viel zu lernen gehabt in den Jahren danach, dass man die Erwartungen nicht so setzen darf. Es ist grundsätzlich im ganzen Leben, Richie, das ist, man sollte seine Erwartungen nicht so hochschrauben. Deswegen ist das für mich auch eine sehr gute Überleitung, weil ich glaube, für euch Zuschauer, in Österreich sag mal Zuseher, ich komme mit dieses Wort nicht ganz zurecht, er hat sehr viele interessante Hobbys. Ein Hobby, wo ich grundsätzlich sage, finde ich cool, aber im zweiten Teil lernen wir Richie persönlich kennen, seine Leidenschaften zu Art, Design, zum Zeichnen, zum Malen, zum Schießen und was er da alles so bei empfindet, was er da macht, das werden wir dann gleich im Detail sehen. Richie, Dankeschön erstmal für Einblick in deinen privaten Richie-Ich oder Heinrich-Ich. Jetzt kommen wir dann zu deiner Leidenschaft, zu deinen Hobbys. Ich danke dir. Gerne. Bleib dran! In Teil 2 geht es um Heinrich alias Richie und seine Hobbys. Bis gleich. Ciao, ciao.